Die Terroranschläge in Katalonien haben zwei politische Erzfeinde näher zusammenrücken lassen. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy und der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont sind über die laut des Verfassungsgerichts unrechtmäßige Durchführung eines Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien zerstritten. Es soll am 1. Oktober stattfinden. Dieses Land hat während vieler Jahre unter Terrorattacken gelitten. Attacken gegen Menschenleben, gegen die Freiheiten und Rechte von Menschen. Also die wichtigsten Dinge, die wir als Volk haben. Wir haben damals die Schlacht gewonnen und wir werden auch diese gewinnen. Davon bin ich absolut überzeugt. Nur durch König Felipe getrennt hatten Rajoy und Puigdemont bereits der zentralen Schweigeminute auf der Plaza de Catalunya beigewohnt, um der Opfer zu gedenken. Rajoy betonte öffentlich die Notwendigkeit, in diesen Zeiten Seite an Seite zu stehen. Puigdemont erklärte etwas zurückhaltender, die Priorität der Terrorbekämpfung mit anderen Dingen zu vermengen, erscheine ihm widerwärtig.